So, heute Abend sind wir mal wieder in der Komödie. Hier läuft das Stück Zauberhafte Zeiten. Martin Amplicht hat uns eingeladen, den hatte ich ja schon in meinem Filmtalk. Und wir haben auch ein paar Optionen, dass wir mal Backstage dürfen und sowas. Ich denke mal, das wird ganz spannend. Das hier ist das Stück. Ich hoffe, der Abend wird lustig und es gibt ein paar Insider-Sachen und sowas. Also ich freue mich drauf. Wir befinden uns jetzt hier vom Bühneneingang und werden jetzt reingelassen. Bin gespannt. So. Guck hier schon. Hier sind die Garderoben. Das ist die Welt des Theaters jetzt, liebe Zuschauer. Hier die Garderobe von der zauberhaften Jana. Und neben die tolle Garderobe von unserer Andrea Schwarze, die Sie auch aus der Lindenstraße kennen. Und die, ne? Und die Jana aus Verbotene Liebe. Komm mal mit. Geht's hier runter? Hier geht's zur Bühne. Jetzt muss man aufpassen, wenn man nicht stolpert. Also, ihr seht, es ist kein ungefährlicher Beruf. Hier hängen die Kostüme. Da wird hinter der Bühne schnelle Kostümwechsel gemacht. Hier kommen wir sozusagen in den Bühnenbereich. Da können Sie dann sitzen. Hier, da sitzen die Zuschauer, die Menschen. Haben Sie geheim, die Tür steht offen. Das habe ich gemerkt. Aber ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Hi, Mom. Oh, danke. Oh, ja. Sag mal, was machst du denn hier? Dich besuchen. Wenn du nicht mehr zu mir kommst, komme ich eben zu dir. Vorsicht hier auch, hier kann man auch Twitch fallen. Und da ist die Andrea, die berühmte Andrea Spatzek. Ich bin und noch die nicht Jana, geschminkt. Jana, da kommen Leute im Internetfernsehen, das Fernsehen Düsseldorf. Ich bin noch nicht geschminkt und deswegen darf ich mich noch nicht durch den Ballon? Das ist doch gemein. Ja, das ist wirklich. Das ist Diana. Hallo. Meine Junge. Auf der einen Seite glatte Haare, auf der anderen. Genau. Auch sehr Berg cool. Berg von Sandra. Ja. Sandra, okay. Die Maske, der Michael, unser Haustechniker, der sitzt hier schon völlig unter Strom, weißt du. Wird es heute Abend wieder klappen, wird es nicht klappen? Werde ich meinen Text können? Werde ich ihn wieder vergessen, liebe Zuschauer? Nein, ich vergesse meinen Text doch nicht. Mit einem herzlichen Applaus, The Magic Trio! Ja, dann viel Spaß. Wir sehen uns bei Zauberhafte Zeiten in der Komödie an der Steinstraße. Karten können Sie im Internet bestellen, www.komödiesteinstraße.de, telefonisch, also alles ist drin. Ne? Kommen Sie, es lohnt sich wirklich. Es gibt eine Zaubershow sogar zum Schluss. Es ist ein Stück, was richtig Spaß macht. Also die Leute, die drin sind, die haben Riesenfreude. Wirklich. Wir werden es gleich anschauen und dann hinterher nochmal berichten. Ach so. Ja.